Hast du eine Vision, die du mit dem Thema Wasserionisierer verknüpfst? Gut, also meine Vision und das, worauf ich hinarbeite durch meine Öffentlichkeitsarbeit, ist ganz einfach. Ich möchte, dass es, wie zum Beispiel in Russland, in jedem Supermarkt einen Wasserionisierer zu kaufen gibt, dass der so kostengünstig ist, dass ihn sich jeder leisten kann und dass alle es benutzen. Das ist meine Vision. Das ist überhaupt, aber das Wasserstoffzeitalter wird kommen, weil es kommen muss. Es geht gar nicht anders. Die Ressourcen dieser Erde sind begrenzt. Der Wasserstoff ist nicht begrenzt. Wir können beliebig viel Wasserstoff gewinnen durch die Sonnenenergie. Ist natürlich blöd für jemanden, der Öl hat. Weil das Öl ist begrenzt und wird immer teurer. Der Wasserstoff wird immer billiger, weil die Solartechnik sich verbessert und weil sich die Lager- und Transportmöglichkeiten für Wasserstoff, der eine schwierige Materie ist, zu transportieren, weil er eben auch Explosionsgefahr birgt. Aber das kriegt man immer besser in den Griff. Und weltweit arbeiten die viele, viele Wissenschaftler und Universitäten an Lösungen für die Speicherung von Wasserstoff. Die Gewinnung von Wasserstoff ist kein großes Problem mehr. Wir haben so viele wunderschöne Wüsten auf dieser Welt. Und wir müssen dort eigentlich nur noch Kraftwerke bauen. Das ist meine Vision.